Was geht ab, Leute? Heute ist soweit. Wir werden unsere eigenen Zombies erschaffen. Hier läuft zum Beispiel schon mal ein Zombie von uns und die werden die ganze Zeit dann hier so Leute und so essen, dass wir quasi die ganze Welt hier erobern, Freunde, mit unseren Zombies. Weil wir sind als einziger immun, weil wir so einen Stoff genommen haben. Haha! Ja, irgend so einen Impfstoff oder so haben wir uns dann reingehauen, dass wir halt von den Zombies nicht, angegriffen werden können. Lasst euch mal gerne ein Like und ein Abo da. Wenn ihr von mir noch mehr sehen wollt, dreht einmal ganz kurz noch euer Handy und drückt noch auf die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Also glaubt mir, wir sind nämlich kurz vor 100.000 Abonnenten. Ich denke mal, ein, zwei Monate wird es nur noch dauern, Freunde. Wir können natürlich auch hier unseren eigenen Zombie sogar bauen. Guck mal, wie das aussieht. Das heißt, erstmal hier so die Füße, dann die Beine, Freunde. Dann haben wir hier als nächstes nochmal hier, zack, der Oberschenkel und jetzt hier schon mal die Hüfte. Bob, Oberkörper. Dann nehmen wir hier nochmal der Arm, dann nochmal der andere Arm. Und hier nochmal hier die Hand vorne, so. Und zack, nur die Fingernägel. Und jetzt, Freunde, nur der Kopf. Und schon haben wir unseren eigenen Zombie quasi gebaut. Und der wird jetzt quasi die ganzen Leute angreifen. Wir können natürlich aber auch die anderen Leute hier selber angreifen mit solchen Sachen hier. Das heißt, wir können jetzt hier zum Beispiel Bob, so einem komischen Ding hier, werden wir jetzt hier von den Leuten anscheinend irgendwas raussaugen. Ich glaube, die Seele oder so. Oder irgendwas machen. Und zack, haben wir jetzt hier rausgesaugt. Jetzt haben wir davon wieder neue Credits bekommen. Wir haben jetzt gerade 540 Credits. Und mit diesen Credits können wir anscheinend wieder neue Sachen kaufen. Zum Beispiel wie das hier eine Research-Station. Also eine Forschungsstation. Und jetzt wird hier so geguckt, wie können wir am besten die Zombies so, gut weiterlaufen lassen. So, aber das heißt, wir können jetzt hier auch zum Beispiel mal so einen normalen Zombie-Spawner nochmal hinpacken. Das heißt, hier haben wir erstmal einen Zombie-Spawner und hier jetzt noch einen. Und je mehr Zombies hier halt spawnen, desto mehr Zombies werden wir auch haben und dann desto mehr Leute werden wir nachher auch essen. Wir haben jetzt hier nochmal ein paar andere Sachen, die wir uns kaufen können. Zum Beispiel noch so ein Outfit oder so. Oder vorne noch so ein paar Wände. Oder nochmal Zombie-Experimente. Ich würde sagen, wir holen uns mal ganz kurz für 150 Credits so Zombie-Experimente, dass unsere Zombies hier nochmal ein bisschen besser gemacht werden, weil wir wollen natürlich auch, dass wir die besten Zombies haben. So, wir können hier vorne zum Beispiel noch einmal ganz kurz so einen Globus kaufen, hier für 100 Credits. Zack, hier ist unser Globus am Start. Und mit diesem Globus, ich weiß gar nicht, was können wir mit dem Globus machen, Freunde? Irgendwie bringt der gerade, oh, ich glaube, der Globus war eher so ein bisschen Deko, ne? Aber kein Problem, ich glaube, wir müssen da erstmal unsere Wände bauen, so. Hier, unsere Zombies, los, komm, Zombies, macht jetzt hier genau, beißt die alle kaputt, dass wir mehr Credits und so bekommen. Ich glaube, wir müssen einfach mehr Zombies bekommen. Hier nochmal ganz kurz, so. Man kann, anscheinend kann es auch noch so riesengroß werden, wie man da vorne auch sehen kann. Das heißt, unsere Basis könnte mega, ey, ach, guck mal, die fallen auch auseinander. Das heißt, die bleiben auch nicht für ewig da. Ich würde sagen, Freunde, wir holen uns jetzt erstmal ganz kurz ein paar Credits. Und zwar, ich würde sagen, so 1000 Credits für 200 Robux. Ist auf jeden Fall ganz schön teuer. Aber eine kleine Finanzspritze auf jeden Fall für den Anfang. Jetzt haben wir 1200 Credits. Und ich würde mal sagen, wir gucken mal ganz kurz, dass wir mal hier die Wände bauen. Weil ich glaube, mit diesen Wänden, zack, sollten wir schon mal weiterkommen. Und wie man es sehen kann, ja, haben wir schon mal unsere kleine Wand hier gebaut. Jetzt können wir zum Beispiel auch hier nochmal ganz kurz so eine Treppe bauen. Oder wir können auch erstmal eine Tür bauen, damit hier keiner rein kann. Ich würde sagen, die Tür ist jetzt gerade noch nicht so wichtig. Hier sind gerade noch nicht so viele Leute, die jetzt irgendwie da sind. Wir können aber auch so ein, ey, wir können hier so einen Exploding Zombie Spawner kaufen, Leute, für 499 Robux. Also das werden wir vielleicht noch machen, wenn hier anscheinend die ganze Zeit Zombies laufen und die werden dann explodieren. Also das finde ich auf jeden Fall schon mega cool. Hier nochmal ganz kurz so einen Weg bauen. Ist auf jeden Fall auch nicht schlecht. So, jetzt haben wir hier schon mal so ein paar Wege. Hier haben wir nochmal so einen Zombie, dass hier nur die Zombies durch können. Das heißt, anscheinend ist jetzt so ein Weg, wo nur die Zombies durch können. So, dann haben wir hier nochmal irgendwo genau die Treppen. Ich würde aber sagen, doch, wir holen uns aber ganz kurz hier die Treppen, Freunde, für 300. So, Treppen sind gekauft und eine zweite Etage können wir dann theoretisch auch schon gleich kaufen. Wir müssen dafür halt einfach nur nochmal ein bisschen mehr Credits haben. Und ja gut, 1000 Credits kostet. Das ist auf jeden Fall schon ganz schön teuer. Vielleicht sollten wir uns doch mal, pass auf, wir machen das jetzt so. Wir kaufen uns jetzt schon mal den explodierenden Zombie-Spawner für 500 Robux, Freunde. Was wirklich teuer ist. Aber zack, der explodierende Zombie-Spawner ist jetzt hier gekauft. Und anscheinend kommen jetzt hier auch Zombies raus, die dann wirklich explodieren. Ich bin jetzt mal gespannt. Hallo, Mr. Zombie. Kommst du ja auch nochmal raus? So, wir haben auch noch, oh, hier, das ist der Zombie, Freunde. Oh Gott, guck mal hier, wie er rennt. Alter, wie der Zombie einfach rennt und, oh, oh, er geht zu einem hin, er geht zu einem hin und jetzt, er geht, oh, direkt der nächste.
Direkt der nächste. Oh, ey, wir kriegen jedes Mal hier auch für den 70 Credits, ne? Das ist ja echt schon mal richtig viel Geld, was wir denn schon bekommen. Schon mal mega, mega gut. Ich würde mal sagen, wir kaufen uns hier dann nochmal ganz kurz so eine Station hin, so, dass wir noch einen Typen haben, der für uns arbeitet, weil er wird jetzt immer so gucken, dass er noch mehr Zombies entwickelt, die noch viel, viel besser werden. Ich würde aber sagen, wir holen uns mal ganz kurz 1000 Credits, weil wir auf jeden Fall nochmal ein bisschen mehr Geld brauchen für... Oh, jetzt kriegen wir aber richtig viel, ne? Jetzt kriegen wir gerade allgemein richtig viel Credits. Ich glaube, wir brauchen uns auch gleich gar nicht mehr so viel kaufen. Wir können auch verbessern... Oh, wir können die Zombies verbessern, Freunde! Das ist ja jetzt erst. Guck mal, wir können jetzt anscheinend hier, das sind normale Zombies, die sind noch abgesperrt. Vielleicht sollten wir doch erstmal upgraden. Guck mal, wir können jetzt hier die Geschwindigkeit upgraden oder die Lebensdauer. Ich würde sagen, wir machen die Geschwindigkeit ein bisschen hoch, so. Das kostet uns dann, glaube ich, Credits. Na, Lebensdauer nochmal ein bisschen hoch machen, so. Und Gesundheit auch nochmal hoch machen. Alter, hat das jetzt alles Credits gekostet? Nee, es hat gar nicht Credits gekostet. Was hat denn das jetzt, oder? Hat das, warte mal, doch, oder? Das kostet, glaube ich, Credits. Ja, okay, doch, das kostet Credits, okay. Wollte gerade schon sagen. Also, unsere Zombies sind schon mal nicht schlecht. Das ist jetzt das Nächste. Vielleicht sollten wir erstmal auf die hier sparen. Das heißt, eine zweite Etage kaufen. Und hier oben dann vielleicht nochmal ein paar bessere Zombies bauen. So, hier so einen kleinen Zombie-Weg hinbauen, so. Und dann können wir, oh, wir können hier noch mehr Zombie-Spawner hinbauen. Guck mal, hier so ein Runner-Zombie. Dann noch mal so ein Runner-Zombie. Nochmal ein Runner-Zombie. Alter, das heißt, wir können hier nochmal drei verschiedene... Weg mit dir. Weg mit dir. Will er mich angreifen, Freunde? Ich weiß nicht, will er mich... Ey, oh Mann, ey, hätte ich das gewusst, dass... Ey, ich sag's euch, ich räche mich an dem noch, ne? Okay, vielleicht sollten wir doch lieber hier so eine Tür kaufen, dass er nicht rein kann. So, jetzt hier, komm. Hier, hol uns den, Freunde. Och Mann, aber er kann ja nicht mehr raus. Das ist das Gute, er kann ja nicht mehr raus. Haha, yeah, und weg mit dem. So muss das nämlich. Tja, jetzt habe ich hier meine Tür gekauft. Jetzt kann hier keiner mehr rein. So leicht geht's auf jeden Fall. So, ich würde mal sagen, wir gehen nochmal ganz kurz hoch und kaufen jetzt schon mal hier den ersten Runner-Zombie für 500. Das heißt, der wird jetzt hier quasi losrennen gleich und dann unten richtig Radau machen. Und unser, ey, guck mal, unser Zombie, der hier rumrennt, ne? Bups, wieder explodiert. Das ist halt so cool, ne? Das ist halt mega cool. Ich würde mal sagen, wir holen uns nochmal ganz kurz nochmal 1000 Credits, weil ich einfach, Leute, ich möchte jetzt einfach hier... So, komm, nochmal gekauft. Ich möchte einfach ganz hier so nochmal so einen Runner-Zombie haben. Hier nämlich 57 Dollar. Nochmal einen Runner-Zombie. Der sollte dann nämlich auch relativ schnell dann auch wieder loslaufen. Wir können auch zum Beispiel so einen Lab-Cutter und so kaufen. Dann hier vorne noch. Oh, guck mal, da laufen sie los. Guck mal hier, wie der losläuft, Freunde. Der ist dann mega, mega schnell unterwegs. Hier, das ist unser erster Runner-Zombie, glaube ich. So, jetzt rennt er hier quasi. Oh, der springt hier einfach runter. Und schnappt jetzt hier den einfach, babt und isst den auch einfach auf, Alter. Wie cool ist das denn? Wir können jetzt hier, glaube ich, unten... Erstmal kommen wir hier nochmal ganz kurz so, den zweiten Runner. So, wir können jetzt auch hier unten, glaube ich, auch die Runner-Zombies nochmal verbessern. Vielleicht sollten wir nochmal gucken, ob wir vielleicht unsere Explodierenden auch nochmal verbessern können. Das war, glaube ich, genau, das war hier, Zombies verbessern. Und dann haben wir hier einmal, genau, Läufer-Zombie. Oder, genau, okay, das heißt, wir kriegen danach noch zwei normale Zombies. Also, würde ich mal sagen, denn hier... Bob, 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 alles einmal ganz kurz ein bisschen besser machen, so. Wir haben auf jeden Fall noch ordentlich Credits am Start. Wir können auf jeden Fall hier vorne auch nochmal, ich glaube, selber nochmal auf Leute raufgehen, ne? Ey, vielleicht sollten wir uns auch noch so einen Cyborg-Zombie kaufen. Aber es kostet 800 Robux, das ist ganz schön teuer. Ey, guck mal hier, wie der Alter wieder auf die losrennt. Das ist ja so verrückt. Guck mal hier, auch der Runner-Zombie. Bats, guck mal, die können sich ja gar nicht... So viele Leute sind hier gar nicht genug, ne? Wir kriegen hier schon wieder zu viel Geld, ey. So, ich würde mal sagen, wir geben jetzt mal ganz kurz unser Geld aus. Wir kaufen erstmal hier so ein paar Lichter hier drin, dass es ein bisschen heller hier drin ist. Dann holen wir uns mal ganz kurz so ein, ja, so ein Outfit, dass wir auch so aussehen wie einer, der auch Zombies herstellt. Wir müssen uns ja auch ein bisschen tarnen, ja. Das heißt, wir haben schon mal so ein cooles Outfit uns gekauft. Hier können wir nochmal so Wände, was war das? Ach, hier, guck mal, die ganzen Kabel. Dass wir so Kabel an der Wand haben. Damit das auch nochmal alles sehr, sehr seriös aussieht. Damit ihr auch sehen, okay, gut, wir haben hier sehr, sehr viele Zombies am Start, ne? So, also wir können jetzt hier auch zum Beispiel hier vorne, genau, so eine kleine Station wieder kaufen. Oder natürlich auch wieder Wände für 900. Ich würde mal sagen, so ein Lab-Cutter für 300 Credits sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Also das sind jetzt hier die Lab-Cutter. Ich weiß gar nicht, was die hier auch groß bringen. Bringen die einen auch irgendwas oder sind die einfach nur da? So, wir haben jetzt hier nochmal die Möglichkeit, gleich Wände zu kaufen. Oh Gott, guck mal hier, wie die hier losrennt, Freunde. Auf wie viele Credits wir unten immer bekommen. Guck mal hier, direkt schon wieder der nächste Runner-Zombie. Ey, das ist so cool, ne? Und wir müssen jetzt hier noch ganz kurz ein bisschen warten, so.
Hier werden jetzt hier auch wieder gegessen. Bob, er explodiert. Und jetzt haben wir hier schon fast wieder genug Geld. Oh, komm, noch fünf Credits, Freunde. Und perfekt. Wir können jetzt hier die Wände nämlich kaufen. Und mit diesen Wänden ist auf jeden Fall schon mal unsere Zombie-Station mega, mega groß gebaut. Lassen wir ganz kurz hier so eine Research-Station kaufen für 250 Credits. Hallo, 250 Credits. Auch 10 fehlen es noch. So, jetzt hier. So, also das sind jetzt hier die Runner-Zombies. Das heißt, Blitz plus Zombie ist gleich schnell. Hier sind noch so ein paar andere Sachen, okay. Ja, wir brauchen auf jeden Fall noch mal ein bisschen mehr Geld. Das ist auf jeden Fall schon mal wichtig. Vielleicht sollten wir dann noch mal unsere Sachen... Oh, wir können natürlich auch eine Treppe kaufen, ne? Oh, Freunde. Eine Treppe wäre eigentlich... Komm, ich würde mal sagen, wir holen uns mal ganz kurz hier die Treppe. So, hier, zack, Freunde, Treppe ist gekauft. Und dann können wir gleich die dritte Etage kaufen. Für 2000 Credits. Ist auf jeden Fall ordentlich teuer. Das wird auf jeden Fall dann gut Geld kosten. Aber alles kein Problem, Freunde. Wir machen das jetzt so. Wir sparen unser Geld. Vielleicht sollten wir... Ich glaube, wir sollten, glaube ich, noch mal ein bisschen mehr Geld kaufen, oder? Ich glaube schon. Komm, Leute, wir kaufen noch mal ganz kurz. Was ist... Wie viel kosten denn 5000 Credits? Oh, kostet 1000 Robux. Ne, das ist immer zu teuer, Freunde. Das ist wirklich teuer. Was sind das denn hier auch für Waffen? Wir können Nahkampfwaffen auch kaufen. Oh, wir können auch eine andere Sonde kaufen. Guck mal hier. Eine Sonde für 750 Credits. Oh, Alter. Das heißt, oder hier eine Minigun, Jetpack. Ey, wie cool ist das denn? Eine RPG. Wir können auch Minispiele holen. Dass wir so sagen, Zombie-Verteidigung und so. Also wir können auf jeden Fall hier anscheinend auch noch einen zweiten Part raushauen. Also hier werden wir jetzt einfach so machen. Wir haben jetzt wieder 1000 Credits. Wir holen uns jetzt lieber erst hier wieder so ein paar Sachen, dass wir die dritte Etage jetzt bauen. Deswegen komm, ich mache das so, Freunde. Ich kaufe jetzt hier 1000 Credits nochmal für 200 Robux. Damit wir auf jeden Fall schon mal die zweite Etage Bob hier bauen können. Und, oh, der Zombie-Weg kostet 500. Das ist eigentlich voll in Ordnung. Hier kostet die nächste Wand wieder 1000 und... Ja gut, das ist ja auch nur der Weg, ne, den wir jetzt hier bauen. Auch relativ ärgerlich. Ich würde mal sagen, so, Zombies da unten verrichtet wieder gute Arbeit. Wir haben jetzt hier genug Geld gesammelt für den Zombie-Weg. So, der Zombie-Weg ist gesetzt und oh mein Gott, Hulk-Zombie. Was? Hulk-Zombie 2500? Ey, das ist ja mega, mega teuer, muss ich sagen. Ey, Freunde, das ist ja mega, mega teuer. Also wir müssen jetzt wirklich 1500 sparen für einen Hulk-Zombie. Alter Schwede. Ach komm, was soll's. Dann holen wir uns doch mal hier den Cyborg-Zombie-Spawner für 800 Robux. Alter Schwede, wie viel Geld wir jetzt schon diese Folge ausgegeben haben. Aber der Cyborgs, hier, der Cyborg-Spawner, ich glaube, da kommen heftige Zombies raus. Ich möchte nämlich mal sehen, wie die Cyborg-Zombies aussehen. Guck mal, jetzt hier kommen. So, oh, ey, wow. Ach, und wenn wir jetzt weiter vordringen... Das heißt, wenn die Zombies weiter vordringen, dann kriegen wir dadurch noch mehr Geld. Das heißt, für die Polizei und so kriegen wir einfach noch mehr Geld. Guck mal hier. Das hier ist der Cyborg-Zombie. Guck mal hier, der Cyborg. Ja, Cyborg, lauf. Los, Cyborg-Zombie. Hol sie dir alle. Schnapp sie, den Tiger. Mal gucken, was macht der jetzt hier. Oh, so, komm. Oh, guck mal. Lol. Ey, was? Hat der Cyborg... Guck mal hier. Was macht der denn jetzt da? Bob, einfach den Typen hier... Oha. Das ist doch voll heftig, Freunde. Hier, guck mal. Zack, hat er sich die SWAT-Einheit geholt. Oh, der wurde aber selber abgeschossen. Na gut. Also, Freunde, wir gehen jetzt hier wieder. Wir haben jetzt 1000... Oh, wir haben 1900 Credits. Das ist auf jeden Fall schon mal ordentlich. Wir können jetzt hier nämlich den Hulk-Zombie holen. Oh, ich bin gespannt auf den Hulk-Zombie, Leute. Da bin ich jetzt mal mega gespannt. So, komm, wir gehen jetzt hier mal hoch. Und holen uns jetzt mal hier unseren ersten Hulk-Zombie-Spawner. Haha. Gut, jetzt haben wir auch schon wieder 1000 Credits bekommen, was wieder schon relativ viel ist. Wir können natürlich das auch jetzt wieder in eine Wand investieren, aber die Wand ist gerade nicht so sicher. Das muss jetzt alles in die Zombie-Spawner rein, die doch loslaufen und so. Eieieiei. Okay, komm, jetzt ein bisschen mehr Geld. Genau, der nächste kostet nämlich 2000 Credits. Darauf können wir eigentlich noch ganz kurz warten. Wäre auch cool, wenn wir hier von oben... Oh, oh, warum schießt meine Waffe so nach oben, Alter? Gut, keine Ahnung. So, jetzt haben wir fast die 2000 Credits erreicht, dass wir uns den nächsten Hulk-Zombie-Spawner kaufen. Können wir hier, wie die da vorne alle abgehen, Alter. Vor allem unsere Cyborg-Zombies. Die holen sich auch hier die SWAT-Einheiten und so. Das ist ja mega, mega heftig. So, 2000 Credits. Oh, Leute, das ist unser Hulk-Zombie. Guckt euch mal Hulk-Zombie an. Yo, okay, Hulk-Zombie, zeig allen, was du drauf hast, ich bin mal gespannt, alter Schwede. Gut, der Hulk-Zombie ist natürlich nicht besonders schnell. Können wir jetzt eigentlich noch unsere Zombies ein bisschen verbessern? Das ist unser Läufer und das ist Hulk. Und Hulk ist natürlich sehr, sehr langsam, ne? Das heißt, wir können jetzt so sagen, dass der Hulk nochmal ein bisschen schneller sein soll, nochmal ein bisschen schneller und nochmal ein bisschen schneller. Das heißt, der Hulk ist auf jeden Fall schon mal, wie man sehen kann,
fast so schnell wie die anderen. Ja gut, okay, also da oben kommt schon der zweite. Aber ey, guck mal. Ey, wie viel? Ey, wir haben jetzt gerade voll die Zombie-Armee. Guck mal hier, wie die durchlaufen. Nein, die werden auch alle... Nein, die werden alle abgeschossen. Die brauchen, glaube ich, ein bisschen mehr Leben. Guck mal hier. Oh, oh, wird unser Hulk-Zombie sich durchsetzen? Ah, ah, ah. Nein. Wow, unser Hulk-Zombie ist den. Guck mal hier. Und jetzt Hulk-Zombie auf ihn. Nein, er wurde auch noch gekillt. Ich glaube, wir brauchen mehr Gesundheit. Oh, da kommen jetzt schon zwei Hulk-Zombies. Ich glaube, wir brauchen mehr Gesundheit. Komm, lass uns mal ganz nach oben gehen und uns dann einfach mal noch ein Hulk-Zombie kaufen. Oh, Junge. Das wird auf jeden Fall ein mega, mega Spaß jetzt hier mit dem dritten Hulk-Zombie-Spawner. Wir haben jetzt nämlich hier, zack, nochmal 2500 Credits. Eieieiei, jetzt haben wir auf jeden Fall ordentlich was geholt. Wir können jetzt sogar schon nochmal die Wände kaufen. So, zack, Wände sind gekauft und wir können jetzt sogar, lol, wir können ja einen Balkon kaufen oder noch weitere Treppen. Was? Hier geht's noch weiter, Freunde. Guck mal hier, unsere ganzen, die ganzen Hulks da vorne. Wie die Hulks. Oh, die werden aber alle, oh, obwohl, nee, die setzen sich durch, Freunde. Ja, die setzen sich da vorne durch. So will ich das sehen. Sehr, sehr gut. Guck mal hier. So, und der Hulk gönnt sich den nächsten. Ich würde mal sagen, wir holen uns mal ganz kurz hier so einen Balkon. So, der Balkon ist geholt. Das heißt, haha, ich bin der Herrscher von den Hulk-Zombies. Und von den anderen Zombies. So muss es auf jeden Fall. Wir können auf jeden Fall... Ich glaube, warte mal. Schaltfähig anzeigen. Wir können nämlich... Oh, es gibt noch einen Zombie. Okay. Dann würde ich sagen, holen wir uns nochmal hier die nächste Etage. Und zwar für 900 Credits. Holen wir uns nochmal hier die nächsten Stairs. Oh, Leute. Das wird heftig. Zack. Die Stairs sind gekauft. Und na gut, okay. Die vierte Etage. Die kostet leider nochmal ein bisschen mehr Geld hier. 2500 Credits. Eieieiei. Aber danach wird, glaube ich, unser Haus so hoch sein wie die anderen. Ja, und dann werden wir auch das letzte Zombie-Teil freischalten. Dann kaufen wir jetzt hier mal die vierte Etage für 2500 Credits. Und jetzt hier nochmal ganz kurz den Zombie-Weg. Und Alter, der Stalker-Zombie-Spawner. Der Zombie-Spawner 4000. Ich will auf jeden Fall sehen, wie der Stalker-Zombie-Spawner aussieht. Wir brauchen noch 500 Credits dafür. Aber alter Schwede, ist das hier heftig, Freunde. Holy moly. Ich würde mal sagen, wir machen das dann jetzt so. Wir, pass auf, wir haben jetzt fast, ja, noch 200 Credits. Dann haben wir den Stalker-Zombie, Leute. Ich bin gespannt. Und... Ja, 3000 Credits. Das ist jetzt hier der Stalker-Zombie. Mal gucken. Wieder hier. Oh, als ob. Oh mein Gott. Ey, wird das hier gleich rausgelaufen kommen, oder was? Leute, ich glaube, da wird hier gleich rausgelaufen kommen, ne? Oh, Stalker-Zombie. Bist du, guck mal, der Hulk ist voll langsam. Jetzt kommt der Stalker. Mal gucken, ob das schnell ist. So, Stalker, bist du schon am Start? Da ist er! Wow, der ist echt mega schnell, Freunde. Der ist echt mega, mega schnell. Jetzt können wir auf jeden Fall in Ruhe hier mit den Stalker-Zombies heftig viel Geld verdienen, Freunde. Das heißt, wenn ihr davon noch einen zweiten Part sehen wollt, wie ihr sehen wollt, wie ich das alles fertig baue, lasst auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da und schickt eins in meinem Video aus. Einfach draufklicken und abonniert den Kanal für tägliche Roblox-Folgen und mehr. Ciao, ciao.